durch dieses 24 Stunden Flugzeug jetzt in die Luft. Das ist der Nachbau eines Experimentalflugzeuges aus den USA. So, und dann das Bauers Flybaby. Der kostet ja Bauers. Geht auf dieses Flugzeug. Ich vergesse also den Pilot, der mit dem Flugzeug gerade fliegen möchte. Das geht dann sicher in der Luft zusammenzuziehen. Experimente zugelassen, so ähnlich wie in Deutschland. Da gibt es eine Oscar-Osimus-Vereinigung, über die man auch solche Experimentalflugzeuge bauen und fliegen kann, die dann praktisch nur für den Piloten und auch nur für einen Piloten eine Zulassung haben. Ja, und wenn man sich in den USA diese Flybabys anschaut, die verschiedentlich gebaut sind, so muss man feststellen, dass kein Flugzeug dem anderen gleicht. Die einen sind relativ karg aufgebaut, so wie dieses hier, oder dessen Urmodell aufgebaut war. Andere Also wenn man jetzt ein Modell von einem Flybaby sieht, das auch original gebaut ist, kann keiner sagen, hey, ich glaube nicht, dass das original ist, weil das fehlt und das fehlt. Nein, das ist nicht so, wie die anderen das fehlt. Ja, warum macht ein Pilot sowas und baut so ein Flugzeug? Also manntragend. Ja, weil er einfach Spaß haben will und fliegen will. Nichts anderes. Der Pilot rausgefallen. Das wäre natürlich schlecht, dann hätten wir den nächsten Absturz. Also eins was jetzt gibt es in den Flugzeug. Das Original. Das Original kann ich behaupten, weil wenn ich auf der Kamera in der Luft steht, das geht im Original nicht. Dann muss man auch als Pilot das Gewicht rausgehen. Dann wird man das Ding dann überhaupt in die Luft bringen. Aber wir merken, können wir die Grenzen so ein bisschen verschieben. Und dann eben mal extrem witzig, auch mit solchen Modellen machen, die im Original etwas eher behäbig sind. So, schön ausschweben, jawohl. Die warme Luft, die hält und hält.